Bescheid. Und los. Der jüdische Friedhof in Hennef bei Köln. Ein stummer, eindrucksvoller Zeuge der Vergangenheit. Jeder dieser Grabsteine ist Zeugnis einer bewegten Lebensgeschichte, eines einzigartigen Schicksals. Juden gibt es in Hennef schon seit dem Mittelalter, doch den jüdischen Friedhof gibt es erst hier seit 1863. Am 30.04.1936 nimmt sich der erfolgreiche Hennefer Geschäftsmann jüdischen Glaubens Hermann Levy das Leben. Er ist das erste Opfer des nationalsozialistischen Terrors in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Neben seinem Beruf als Kaufmann war Levy auch Vorsteher der Hennefer Synagogengemeinde und nicht nur das, er war ebenso Vorsitzender eines Vereins für Gott, Kaiser und Vaterland. Es waren ja nicht viele Judenfamilien in Hennef. Und die da waren, da kommen wir mit aus, wenn wir damit zu tun haben. Diese öffentliche Akzeptanz seitens der nichtjüdischen Mitbürger, auch wenn sie noch so oberflächlich war, war beendet, als 1933 Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde. Eingeschüchtert wendete man sich von den Juden ab. Durch Politik und Medien wurde ein wahres Protestesbild gegen die Juden, wie zum Beispiel Hermann Levy, gezeichnet. Höhepunkt dieser Verfolgung war die Reichspogromnacht 1938, der auch die Hennefer Synagoge zum Opfer fiel. Hermann Levy konnte mit diesen Demütigungen einfach nicht mehr leben. Wenig später folgte ihm auch sein Schwiegersohn in den Freitod. Die übrigen jüdischen Bürger wurden nach und nach über Köln in die Vernichtungslager transportiert. Für diese Fahrt hatten sie auch noch selber zu zahlen. Ich musste arbeiten in Siegburg. Ja. Und da bin ich mit dem Zug bis Siegburg gefahren und wollte dann auf die Bahn, elektrisch. Und da kam eine Reihe junge Frauen und da sah ich auf einmal, dass dann Friedemanns Irmjad hieß die. Das war eine Jüdin, die wohnt in Bad. Und da wollte ich sagen, was tust du hier? Was tust du denn hier? Also ich wusste ja nichts. Mhm. Und dann guckt sie geradeaus und sagt nichts. Die durfte das nicht. Mhm. Weiter waren sie verschwunden, die ganze Familie weg. Viele Menschen fragen sich 65 Jahre später, was geht mich das eigentlich noch an? Eine Frage, die nur jeder für sich alleine beantworten kann.